Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir uns das FBank Cloud Backup für Office 365 etwas genauer anschauen. Mein Name ist Thomas Heinz, ich bin Technical Solution Professional bei FPoint in München und wir starten zuerst einmal mit unseren FPoint Online Services. Also logge ich mich erstmal ein. Und zwar ist es auch wichtig, dass Sie zuerst einmal einige grundlegende Konfigurationen vornehmen, bevor Sie das Cloud Backup letztendlich starten. Und das passiert eben in den FPoint Online Services. Punkt 1, Sie sehen es auf der linken Seite, ist zum einen das App-Management. Dort legen Sie quasi einen Account an. Sie sehen jetzt, ich habe jetzt hier mehrere drin, weil ich auch unterschiedliche Tenants angebunden habe. Mit diesem Account werden wir dann quasi Ihren Office 365 Tenant scannen, eben Site Collections, Exchange, Mailboxen und so weiter eben scannen und dann unserem Profil hinzufügen, damit Sie die quasi den Backup mit dazufügen können. Die Rechte von diesem Account sind Global Admin, weil wir natürlich auf alle Ihre Infrastruktur zugreifen müssen. Falls Sie natürlich jetzt nur SharePoint Online zum Beispiel backuppen wollen, reicht natürlich auch ein SharePoint Admin aus. Wichtig vor allem für Groups ist auch ein Exchange Admin, also dass die Lizenz zugewiesen wird, dass er eben eine Exchange-Lizenz hat. Aber das ist das Einzige, was Sie hier beachten müssen. Im weiteren Verlauf können Sie natürlich jederzeit auch eigene User definieren, entweder natürlich Office 365 User, mit denen Sie sich dann hier in diesem Portal einloggen, oder natürlich lokale User, wie ich jetzt hier zum Beispiel einen hier beispielsweise eingerichtet habe. Sobald Sie dann dieses App-Management eingerichtet haben, ist es wichtig, dass Sie ein Scan-Profil anlegen. Das sehen Sie hier bei Dynamic Object Registration. Dann gibt es zum einen einmal hier einen Tenant, den nehme ich jetzt beispielsweise mal her, zeige ich Ihnen, was da quasi eingerichtet wurde. Hier ist wichtig, Sie können einmal einen Express-Mode verwenden, da würden Sie nach allen Mailboxen, nach allen OneDrive, nach allen Site-Collections in Ihrem Tenant suchen und die quasi dann hinzufügen, um die zu backuppen. Wenn Sie aber sagen, Sie möchten gewisse Dinge zum Beispiel ausschließen oder Sie möchten jetzt für einen Test zu Beginn natürlich nur 3 oder 4 Site-Collections mitnehmen und 3 oder 4 OneDrives, das ist natürlich der erste Weg oder der beste Weg, wie Sie hier vorgehen. Dazu einfach mal als Beispiel hier auf die Site Collection geklickt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Sie jetzt scannen können. Jetzt in meinem Beispiel habe ich gesagt, okay, ich möchte nur Site Collections mitnehmen, die zum Beispiel f.dbn in der URL enthalten, die vor einem gewissen Datum erstellt wurden und die Template nicht im Namen haben. Das ist einfach so zur Übersichtlichkeit für meinen Demo-Tenant. Bei Ihnen wären es vielleicht Development-Testseiten, die Sie nicht mitnehmen wollen. Oder Sie können natürlich sagen, ich möchte nur diese 2, 3, 4 Site-Collections jetzt in einem ersten Lauf quasi mitnehmen. Und so würden Sie jetzt für alle Gruppen hier vorgehen, dass Sie auch sagen, bei Office 365 Groups wäre es zum Beispiel möglich, dass Sie das nach bestimmten Namen oder URLs natürlich filtern und so weiter und so fort. Sie sehen schon, wir unterstützen relativ viel in Sachen Workloads von Office 365, Project Online, Exchange, Public Folder, OneDrive Mailboxes, also es ist ein wirkliches Office 365 Backup und nicht nur zum Beispiel Exchange Online. Wenn Sie das eingerichtet haben, einfach im nächsten Schritt dieses bereits bestehende App-Profile auswählen, das Sie vorher definiert haben und am besten einen Registration Schedule. Ich würde jetzt raten, wenn Sie damit beginnen, einfach eine One-Time-Registration durchzuführen, dann wird sofort gescannt und dann können Sie im Nachhinein einfach nochmal reinklicken und den Schedule natürlich wieder auf den täglichen Lauf stellen, damit Sie natürlich auch neue Site-Collections, OneDrives und so weiter immer dazu nehmen können und dass Sie das nicht natürlich manuell machen müssen. Ich breche den Vorgang jetzt hier an der Stelle einfach mal ab. Ich habe natürlich das schon eingerichtet, ist auch mit Finish durchgelaufen, das ist auch mal hier wichtig zu beachten. Und dann im nächsten Schritt kann ich mich dann voll und ganz auf das Cloud Backup konzentrieren. Dazu gehe ich zurück auf die lasche Home. Und wir sehen jetzt hier alle Apps in der Übersicht, was quasi hier in den Online-Services angeboten wird. Für uns ist jetzt das FPoint Cloud Backup für Office 365 interessant. Mit einem Klick kann ich dann das Ganze starten. Und dann wird meine FPoint Cloud Backup Übersicht quasi geladen. Jetzt sehe ich nochmal, für welche Backup oder welche Workloads unterstützen wir. Also es geht von Exchange Online über SharePoint Online, Groups, Project Online, Public Folders, Dynamics und so weiter und so fort. Also Sie sehen, es wird eine ganze Menge an Workloads unterstützt.
Im ersten Mal, wenn Sie das Ganze starten, ist auch nochmal ein Wizard dahinter. Sie können aber auch den Wizard einfach überspringen und eben selbst dann definieren, welchen Backup-Scope wollen Sie eben in das Backup mit aufnehmen. Und da kommen jetzt wieder diese Container zum Zuge, die Sie gerade vorher über die Dynamic Object Registration eingerichtet haben. Das heißt, ich möchte jetzt hier nur meine Mailboxen aus der Dachregion zum Beispiel backuppen oder natürlich nur meine Mailboxen aus der UK-Region und alles, was quasi nicht auf diese Regeln passt, wird einfach übersprungen und eben ein Container hinzugefügt, den ich jetzt hier nicht dem Backup zum Beispiel hinzugefügt habe. Das würde ich quasi alles anklicken, würde hier oben den Schieberegler auf Anstellen und dann Apply und dann würde das Backup loslaufen. Es ist so, wir würden am Anfang einmal ein Full Backup ziehen. Das würde dann, je nachdem wie viele Daten natürlich in Ihrer Instanz drin sind, einige Tage dauern. Und dann ist es ein Always Incremental Backup mit bis zu 4 inkrementellen Backups am Tag. Und die Retention, falls Sie unseren Backup-Speicher nutzen, ist ein Jahr. Sie können auch einen eigenen Backup-Speicher anbinden, wie einen eigenen Blob-Container, einen eigenen SFTP-Server und so weiter, wenn Sie das wollen. Die beste Performance erreichen Sie natürlich, wenn Sie einen Azure-Container nutzen oder natürlich auch unseren Container einfach mitnutzen. Dann brauchen Sie sich um die ganze Konfiguration natürlich hier keine weiteren Gedanken machen. Warum bis zu 4 inkrementelle Backups? Ganz einfach, Sie können maximal eben 4 erstellen oder Sie können natürlich sagen, nein, 4 sind mir viel zu viel. Ich möchte nur 2 zum Beispiel erstellen und können dann natürlich die Startzeit hier vorwählen. Die anderen Jobs werden natürlich dann automatisch dementsprechend aufgeteilt. Das einmal zum Überblick, wie starte ich mit dem Cloud Backup. Dann würde ich natürlich warten, bis das Backup hier abgeschlossen ist. Sehe auch, wenn ich hier auf die Details klicke, wann ist zuletzt ein Backup gelaufen, waren die successful, wie viele Elemente sind dort mitgenommen worden, wann läuft das nächste Backup und so weiter und so fort. Und das gilt natürlich für jedes Modul hier drin, OneDrive, für SharePoint, Groups und so weiter und so fort. Das ist immer genau das gleiche Vorgehen, also Sie haben immer genau dieselben Einstellmöglichkeiten. Und natürlich sind die Objekte, die Container, die Sie hier sehen, dann basierend auf den Regeln, die Sie in der Dynamic Object Registration definiert haben. Sie können auch jederzeit auf die Activity Reports zugreifen. Das ist einmal eben, welche Backup-Jobs und welche Restore-Jobs sind gelaufen. Sie können sich auch einen Report generieren lassen, um den dann runterzuladen. Das ist ein Excel-File, wo Sie dann genau explizit sehen, was ist denn genau gebackupt worden, was ist denn genau wiederhergestellt worden. Und wichtig ist auch natürlich auch ein System Auditor, das heißt, welcher User hat denn welche Aktion hier in unserem Cloud Backup vorgenommen. Das ist natürlich einfach nur zur Transparenz sehr wichtig, damit ich eben Bescheid weiß, welche User nehmen denn was in meinen Office 365 Cloud Backup vor. Bei den Settings sehen Sie hier einmal Notification Settings. Sie können sich natürlich E-Mails zuschicken lassen, dass Sie sagen, alles klar, ich möchte benachrichtigt werden, wenn zum Beispiel etwas fehlschlägt, wenn der Service-Account zum Beispiel keine Rechte mehr hat und so weiter. Oder Sie möchten sich generell informieren lassen, wenn ein Prozess fertig ist. Ich habe auch einen anderen Kunden, der zum Beispiel Microsoft Flow dann mit nutzt, um die E-Mails dann weiter zu verarbeiten, um zum Beispiel ein Dashboard zusammenzubauen. Wie gesagt, optional, aber das habe ich schon mal in der freien Wildbahn gesehen. Bei den Settings ist nicht recht viel einstellbar. Wir machen viele schon automatisch, wie zum Beispiel eine Encryption. Sie können auch einen eigenen Encryption Key hier mitnehmen vom Azure Key Vault, wenn Sie das möchten. Standardmäßig wird ein erzeugter Key von uns benutzt. Können Sie jederzeit ändern. Das wird wieder in den Online-Services eingestellt. Haben die Möglichkeit zum Beispiel bestimmte Elemente in Postfächern auszuschließen, wie Deleted Items oder Junk E-Mail. Und Sie haben auch die Möglichkeit zum Beispiel während dem Backup die EAM Protection für die Dateien zum Beispiel zu deaktivieren, die ins Backup wandern, falls Sie die Dateien zum Beispiel mal auf einem anderen Tenant wiederherstellen möchten und dass Sie da eben keine Probleme kriegen mit der Verschlüsselung. Storage Location ist jetzt wie gesagt hier meine Location von FPoint hier mit eingestellt für ein Jahr. Hätte jetzt hier in meinem Fall die Möglichkeit, den Storage zu ändern, hängt aber von den Einstellungen dann bei Ihnen ab. Jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, wie kann so ein Restore-Prozess dann ablaufen. Wir können beispielsweise jetzt einfach mal SharePoint Online hier verwenden. Der Prozess ist bei allen angebotenen Modulen gleich. Einmal hätten Sie die Möglichkeit natürlich zu sagen, ja, ich weiß die Site Collection, die URL der Site Collection, kann ich mir die hier sofort auswählen und kann dann nach einem Zeitraum suchen und ich möchte zum Beispiel nach einem Dokument suchen mit gewissen Eigenschaften. Ich mache es aber meistens so, Sie sehen ganz unten eben einen weiteren Link, wo Sie dann zu so einer Kalenderansicht kommen, wo Sie natürlich dann sehen, wann ist welches Backup gelaufen und der User sagt Ihnen, ja, hier am Mittwochvormittag war die ganze Datei noch da.
Dann haben Sie einfach die Möglichkeit, hier zu browsen. Wichtig, ganz unten ist zu sehen, hier werden jetzt nur Backups angezeigt, die in diesem inkrementellen Backup vorhanden waren. Das möchte ich nicht. Ich möchte alle Backups sehen, die quasi auch davor schon abgelaufen sind, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob in diesem Backup natürlich jetzt die eine Datei gebackupt wurde oder nicht. Habe ich jetzt hier mal umgestellt und jetzt könnte ich mir die passende Site Collection zum Beispiel raussuchen, wie zum Beispiel hier meine TH-Prot Site Collection. Könnte einfach reinklicken, reindrillen, sehe jetzt hier die ganzen Inhalte, könnte jetzt eine ganze Library wiederherstellen, eine Liste, ich könnte eine einzelne App wiederherstellen und so weiter. Wenn wir jetzt hier diese Document Library auswählen, habe ich jetzt einmal natürlich rechts die Möglichkeit, hier auf Restore zu klicken, oder ich kann oben denselben Knopf hier verwenden. Das mache ich auch mal. Und jetzt habe ich alle verschiedene Möglichkeiten, dass ich natürlich sage, ja, ich möchte den Content und die Security wiederherstellen. Ist meistens so das, was das übliche Szenario ist. Kann aber natürlich sein, ich möchte nur die Security wiederherstellen, wenn ein User zum Beispiel versehentlich die Vererbung eingeschaltet hat. Ich hatte Unique Permissions auf dieser Library. Ich möchte aber nur die Berechtigung wiederherstellen. Ist das natürlich super dafür geeignet, um diesen Fehler einfach wieder zu beheben, ohne jetzt irgendwelche manuellen Prozesse dort aus entstehen zu lassen. In unserem Beispiel stellen wir alles wieder her und Sie sehen schon, ich habe jetzt die Möglichkeit, das auf dieselbe Lokation wieder zurückzuschreiben, das heißt eine genau dieselbe Site Collection, oder ich habe die Möglichkeit, eine andere Lokation anzugeben. Das wäre zum Beispiel jetzt wieder hier mein SharePoint-Baum, den man hier unten sieht, kann ich natürlich jetzt einfach wieder reindrillen. Oder noch viel interessanter wäre es vielleicht, ich stelle es in das OneDrive von dem gewissen Benutzer wieder her, damit ich sage, ja, ich habe die Dateien in dein OneDrive abgelegt, kannst mit denen weiterarbeiten. Sieht man jetzt hier die OneDrives, könnt ihr jetzt hier eben reindrillen und dementsprechenden Ordner auswählen, wo ich jetzt diese Document Library wiederherstellen möchte. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Hier sieht man es dann schon, ich möchte jetzt zum Beispiel den Documents mit ablegen. Hab dann auch verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Was soll passieren, wenn zum Beispiel der Container schon vorhanden ist? Container heißt in dem Sinne, dass die Document Library, die Documents schon vorhanden sind. Ich möchte die zusammenführen, also alle Dokumente, die da drin sind, eben zusammenmergen. Was soll aber passieren, wenn Dokumente schon in dieser Library enthalten sind? Möchte ich die einfach überspringen? Möchte ich die überschreiben? Vorsicht, ist natürlich ein bisschen gefährlich hier. Ich würde mal raten, eben da einfach so ein Unterstrich 1 hier anhängen zu lassen, weil dann habe ich auf jeden Fall hier kein Problem, dass ich irgendwelche Dateien natürlich überschreibe. Es wäre natürlich ungünstig. Genau dasselbe mit Apps und dann könnte ich einfach hier auf Restore klicken und würde quasi die Dokumente jetzt hier wiederherstellen. Sie sehen schon, kommt da ein kleines Pop-up, sagt, okay, der Job wurde gestartet. Das wären quasi jetzt diese zwei Möglichkeiten oder eher schon drei Möglichkeiten, in place, out of place und out of place in eine andere, sagen wir mal, anderen Workload wie OneDrive jetzt in hier in dem Beispiel. Ich hätte jetzt aber noch eine vierte Möglichkeit und das ist quasi, sagen wir mal, hier oben dieser Export-Button. Dazu nehme ich jetzt mal bloß eine einzelne Datei zum Beispiel. Wie jetzt zum Beispiel hier so ein Survey-Dokument, das ich hier abgelegt habe. Und wenn ich auf diesen Export-Button klicke, sehen Sie schon, kommt wieder ein Pop-up, ein Export-Job wurde gestartet. Das heißt, wir nehmen jetzt diese eine Datei, könnte aber natürlich auch eine ganze Library sein, zum Beispiel. Wie gesagt, kommt jeweils auf das Level an, das Sie auswählen. Und diese Datei wird jetzt quasi aus dem Backup extrahiert, wird in ein ZIP verpackt, verschlüsselt. Ihnen geht per E-Mail ein Download-Link zu und Sie können sich dann einfach dieses ZIP-Datei herunterladen und haben die Datei dann lokal auf Ihren Rechner. Quasi einfach mal, ich möchte eine gewisse Datei wiederherstellen, möchte sie aber nicht in mein OneDrive, nicht in mein SharePoint wieder zurückholen. Da können Sie genau das nutzen, dass Sie einfach den Export hier drin benutzen. Dasselbe ist auch möglich natürlich mit Exchange Online. Es ist immer dasselbe Vorgehen, dass Sie natürlich sagen, okay, ich möchte meine Kalenderansicht nutzen, ich möchte in meinen Postfächern zum Beispiel reindrillen, ich möchte mir zum Beispiel jetzt meinen Posteingang zum Beispiel wiederherstellen, komplett oder natürlich nur einzelne Elemente dort drin, haben auch hier den Export-Button, haben auch beim Restore die Möglichkeit natürlich Originalpostfach oder ein anderes Postfach auszuwählen. Ganz wichtig, wie würden wir die Daten hier exportieren, wenn wir über den Export hier reden? Es wäre ein TST-File, das Sie natürlich dann ganz einfach in Ihr lokales Outlook einbinden können. Genau, ich gehe nochmal ganz zurück auf die Restore-Lasche. Wie gesagt, funktioniert hier mit allen Typen, die Sie hier sehen. Office 365 Groups nutzt natürlich SharePoint und Exchange zusammen, können natürlich dann auch Dokumente in eine andere SharePoint-Liste oder SharePoint Site Collection wiederherstellen. Also es kommt natürlich ganz auf den Use Case an, den Sie damit bewerkstelligen wollen. Nur ganz kurz zu beachten ist, wenn Sie jetzt einen normalen Test machen wollen, wenn Sie sagen, ja, ich möchte es gerne mal ausprobieren, gar kein Problem, dann gehen Sie einfach auf unsere fpointonlineservices.com.
klicken dann hier auf Try Free for 30 Days und würden dann im nächsten Schritt einfach hier unser AFPON Cloud Backup für Office 365 auswählen und können das dann hier oben sofort eben starten. Müssen natürlich noch Ihre Daten hier eingeben und dann wird Ihnen die Zugangsdaten zugeschickt und können Ihren Tenant dann verbinden, wie eben schon erwähnt. Wichtig, Sie können in einer normalen Testinstanz von uns nur maximal 5 GB backuppen und maximal 5 Objekte in jedem Workload. Deshalb würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, eine dynamische Object Registration eben zu erstellen, wo Sie natürlich jetzt in einem normalen Test bis maximal 5 Mailboxen, maximal 5 Site Collections und so weiter auswählen. Es geht natürlich deutlich schneller dann das Backup, damit Sie natürlich relativ schnell mit dem Testen beginnen können. Und dann kommen Sie jetzt nicht auch in das Problem, dass Sie sagen, ja, ich möchte aber gewisse Site Collections testen, die sind jetzt aber nicht im Backup enthalten. Natürlich würden immer die 5 ersten nehmen, die wir werden dann Scan finden. Deshalb rate ich Ihnen einfach hier, das zu filtern und eben einzustellen, dass Sie genau diese Site Collections hier in das Backup mit aufnehmen, die Sie natürlich testen wollen. Falls es mehr Daten sind, die Sie austesten wollen oder einen größeren Scope, dann melden Sie sich einfach bei uns und wir können Ihnen da dementsprechend dann auch unterstützen, dass wir die Lizenz zum Beispiel ausweiten. Genau, das sollte es auch soweit schon gewesen sein. Wie gesagt, Sie können innerhalb von einer Viertelstunde, denke ich mal, mit so einem Test beginnen. Ist, wie gesagt, relativ intuitiv das Ganze und relativ einfach zu bedienen, wie Sie gerade vorher gesehen haben.